Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt, zu Brief Edge, einer weiteren Folge. Und wir haben in der letzten Folge versucht, Glas zu finden, was uns leider nicht geglückt ist, aber ich denke, das wird diese Folge besser werden. Ich will mal eben hier ein paar Sachen loswerden, zum Beispiel die Notiz, der Hammer, was wir alles so gefunden haben, was unnütz und einfach nur den Dings zuklumpt. Das Auge, ja, lasse ich mal hier. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas finden zum für den Schmuggeln. Wir haben sogar noch eine Sauerstoffkerze dabei. Ja, lass mal schauen, ob wir irgendwo... Achso, ich wollte was essen. Was essen und trinken. Wenn wir schon einmal dabei sind. So, guck mal an. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir irgendwoher Glas bekommen. Frage ist nur, woher? Da drüben, warte mal. Ich würde erstmal nochmal eine Dings bauen, so eine Sauerstoffzelle da, Station. Objekte, jawohl. Können wir noch. Können wir noch so eine Kerze herstellen? Ja, nice. Dann haben wir eine in Reserve. Die Dinger müssen wir auch herstellen. Das ist zum Auffüllen für diese Sauerstoffstationen. Deswegen baue ich da jetzt mal ein so ein Teil. Dann haben wir eins da. Den packe ich mal auf für 4. Und dann gehen wir direkt raus. Frank the Tank hört wieder die coole Musik. Und dann würde ich einmal hier so den Bereich einmal absuchen. Dieses Stück. Vielleicht finden wir dort ein bisschen... Ja, ja, Glas. Oder what auch ever. Sauerstoffkerze nehme ich auf jeden Fall mit. Das hört sich sehr gut an. Hier oben ist noch ein weiterer Kanister. Oh nein. Okay. Ich gehe mal nochmal eben schnell einen Schaber zusammenwürfeln. Am besten 2. Der geht aber auch, man muss aber auch sagen, der geht aber auch unheimlich schnell kaputt, ne? Der Schaber. Es wird echt Zeit, dass man da irgendwie was verbessert oder so. Oder dass man da irgendwie eine Verbesserung bekommt. Dass da die Möglichkeit besteht, den irgendwie haltbarer zu machen. Wäre ganz toll. So, Ausrüstung, Werkzeuge, Schaber, handlicher Schaber. Haltbarkeit 35 ist halt einfach nichts, ne? Muss man einfach so sagen. So, dann packen wir uns hier mal auf die 1 und dann geht's wieder zurück in den Weltraum. Unendlich weiten. Der Witz wird niemals alt. Und dann würde ich den Ressourcencontainer da noch öffnen, der da war. So. Glas kriegen wir ja nur mit Opas Rückenkratzer quasi. Na. Gummi, ja. Gummi, Gummi, Gummi. Ich gebe Gummi. Ich springe rum wie ein Flummi. Ja, doch, oder? Ist jetzt nicht so viel Interessantes tatsächlich, ne? Ich habe gedacht, dass wir vielleicht hier Glas finden. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich fülle mal auf. Einfach sowas können jetzt. Die Dinger sind, wie gesagt, Gold wert hier. So, was haben wir hier Schönes? Nichts. There should have been a joke about fat people here, but it didn't fit into the screen's text field. Was zum Teufel, Okay, nehmen wir mit. Das können wir essen. Haben wir ja rausgefunden. Nahrung, ganz toll. Kann das sein, dass das ein Nahrungs... Das Alkohol? Wasserflasche. Ich glaube, es ist ein Nahrungsbereich hier. Oh, Sauerstoffkerze.
Ist das Sauerstoffkerze? Sauerstoffkerze? Ja, ja. Batterie? Hallo, nehme ich mit. Okay, ich düse schon. So, dann füllen wir mal auf. Ich weiß, wir haben noch ein paar Sauerstoffkerzen dabei. I know, I know, I know, I know, I know. Wie gesagt, da waren wir damals gewesen schon, das weiß ich. Das ist aber schon ewig her. Waren wir da schon? Ich glaube nicht, ne, oder? Ich bin's mal mutig. Ich hätte gerne Glas, das wäre ein Traum. Einfach nur ein bisschen Glas finden. It looks like an underage child's cabin. I hope we won't find any dead children here, otherwise we will never escape the attacks of human rights activists. Was? Kinderkabine? Was? Was für eine Kinder... Huch. Das war gruselig. Was oh, zur no, Hölle? That's what I was worried about. Hold on. The data analysis shows that the subject is 45 years old. This is an ordinary dead man with signs of drug intoxication. His body is reduced in half and he was killed in a sadistic way. It's all right. We've avoided a scandal. Okay, ja, er reitet auf dem... Er reitet auf dem Einhorn. Es ist ganz... Okay. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das abbauen? Okay, wir haben noch einen Schaber. Kein Problem. Ah, das gibt nur Salz. Mist. Ich dachte, wir kriegen dann auch irgendwas anderes her. Was ist das hier? Eine Matroschka? Bitte was? Das ist ein mit der Hand wedelnden Charlie Chaplin Wackelspielzeug. Es erinnert mich an jemanden. Okay, ja, okay. Was? Ein Huhn auf der seltenen Reihe vom sammelbaren Plüschtieren, Myries. Diese wurden zum 5-jährigen Jubiläum der gleichgesinnten Zeichentrickserie über die glückliche Bestie verkauft. Diese myrisches Bestienbrut wird euch die Rippen brechen. Kleine Kerle. Du. Ich erinnere mich nicht an den Rest des Liedes. Warum habe ich das mitgenommen? Ich will das nicht. Okay, das ist ein Bild. Ist jetzt ganz spannend, ja, aber... Das ist ein Ball. Ball, ein gewöhnlicher Gummiball. Die Bestattungsagentur gibt solche Bälle an Kinder, die bei einer komischen Beerdigung anwesend sind. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte schon immer einen. Aber nicht heute. So, wo finden wir denn Glas? Finden wir hier eine Glühbirne? Ja, eine Glühbirne, sehr schön. Ja, Sauerstoff nicht unbegrenzt. Ich weiß, Spiel, ganz toll. Füll nochmal einmal auf. Verdammt, wo finden wir Glas? Ein bisschen Kabel. Mist. Nicht gut. Gar nicht gut. Eigentlich mega lost, weil wir nichts Brauchbares finden. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich die wieder einpacken? Die Dinger? Ich würde gerne mal gucken, ob man die wieder einpacken kann. Wir schauen einfach mal. Naja. Wir schaffen das, alles gut. Waren wir da schon? Ich glaube schon, ne? Dom, dom, dom. Zerlegen? Was heißt denn jetzt zerlegen? Okay, wir zerlegen den, kriegen aber, glaube ich, nicht die Sachen wieder, ne?
Also zumindest nicht alle, okay. Der ist auch schon fast verbraucht hier. Aber ich würde mir gerne so einen Weg da hinten dahin so bahnen. Da, wo wir damals schon mal waren. Bin mir nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall müssen wir viel, viel mehr, wie gesagt, so Erkundungstouren jetzt erstmal machen. Damit wir so ein bisschen weiterkommen. Unsere Aufgabe ist ja, den Evakuierungspunkt zu erreichen. Das Problem ist, den können wir noch nicht erreichen, weil wir kein, ja, also Gefahren ausgesetzt sind. Weil wir mit den Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, quasi dort nicht vorankommen. Und das ist, ja, nicht so gut. Denn dort sterben wir dann sonst. Okay, ich schau mal, dass ich vielleicht nochmal so zwei, drei von diesen Sauerstoffstationen herstellen könnte, dass wir vielleicht da unten hinreisen, wo wir hin wollten. Komm her. So, warte. Dann lass uns doch mal schauen. Können wir? Ja, können wir. Uns fehlt dickes Isolierband. Gar kein Problem. Stell direkt mal zwei Stück her. Nicht genug Platz. Ja, warte, ich schaffe Platz. Ist gar kein Problem. Kondome packe ich mal weg. Schere, ja. Salz brauchen wir auch gerade nicht. Nahrung hier. Den ganzen Krempel brauchen wir alles nicht. Ja, noch ein bisschen Metall. Ich würde gleich nochmal eben einmal Dings bauen. Schaber. Weil das ist ja so der... Schaber ist ja so dieser alt... bewährte... die altbewährte... das altbewährte Werkzeug, was wir hier immer wieder nutzen. Was immer wieder relativ schnell kaputt geht. So. Gut, wir haben zwei Stationen. Wir könnten... eine Sauerstoffkerze nochmal herstellen. Mache ich auch nochmal eben. Ich glaube, wir können bestimmt noch eine dritte herstellen, ne? Oder? Ja, aber wir haben nicht genug Platz, ne? Ja, ist nicht schlimm. Egal. Ich würde es trotzdem einmal riskieren. Oder versuchen. Schon mal in die Richtung zu fliegen. In diese Richtung da. Rüste mir den mal eben auf die 4 aus. Ungefähr schon mal so den Richtungsweg haben. Wir müssen ja mal so ungefähr gucken, dass wir halt, wie gesagt, mit dem Sauerstoff ungefähr da so hinkommen. Wir müssen ja auch da drin noch rumfliegen und auch da drin auch noch ein bisschen Sauerstoff haben. Ich installiere den mal hier. Wir nehmen direkt mal Sauerstoff auch wieder mit. Und dann geht's mal in die Richtung. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Moment. Zack. So. Jetzt aber. Warten wir nochmal eben, bis der Düsenantrieb ein bisschen aufgeladen ist. So. Ganz reinkommen werden wir bestimmt nicht. Also glaube ich nicht so schaffen. Aber hier kriegen wir auch nicht so viel Schaden. Es steigt zwar unten rechts, aber halt nicht so viel jetzt. Das sieht komisch aus, dieses Loch, wenn ich das mal so sagen darf. So, kann ich das hier mal eben installieren? A large accumulation of toxic colorant has been discovered. If you find a container with this substance, you may receive irreversible brain damage and also improve the anti-radiation protection of the spacesuit. Okay, Farbe ist das alles hier. Ach du heiliger Strohsack. Stimmt, oh Gott, wie das hier aussieht. Meine ich das nur, oder sind wir hier langsam? Es kommt mir so vor, als wären wir hier mega langsam. Aber okay, was finden wir denn hier alles? Lass mal schauen. Wir müssen nur an den Sauerstoff denken. It looks like a tank with paint. Okay. Tank mit Farbe. Was ist das hier? Bleiplatte. Schaber. Wir finden Blei. Ich werde bekloppt. Blei. Haben wir noch eine Kerze? Wir haben noch eine Kerze, ne? Für Sauerstoff.
Wie mal eben einschmeißen. Wir brauchen auch unbedingt mal Glas. Das wäre mal ganz toll. Farbe. Wir haben Farbe gefunden. Nochmal Farbe. Wir brauchen hier drin auf jeden Fall auch noch so einen Sauerstoff-Dings. Bohrer benötigt. Wir brauchen einen Bohrer. Oh mein Gott, da ist bestimmt Farbe drin oder so. Wir brauchen hier drin auf jeden Fall auch so einen Sauerstoff-Dingen. Obwohl der Bohrer eigentlich für die Farbe ist. Hm. Farbe brauchen wir ja für... Was war denn das nochmal gewesen? Auch irgendwas mit Blei, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, was das war. So, ich tank mal auf. Ich würde jetzt trotzdem erstmal zurückreisen. Wir wissen ja ungefähr, was uns hier drin erwartet. Dort können wir uns ein bisschen weiter umsehen. Ich möchte aber noch ein paar, wie gesagt, von diesen Ballons hier bauen, damit wir uns da drin ein bisschen sicherer fühlen. Ich würde den auch einmal auffüllen hier. Mitte, laden. Zack. Ist ja voll. Jetzt ja voll wieder, ne? Genau. So. Dann düsen wir mal. Hui. Und ich düse im Sauseschritt. Und bring die Liebe mit von meinem Himmelsbett. Ja, aber ich finde, das Spiel hat eine... Wie soll ich sagen? Eine sehr angenehme und ruhige Art und Weise. Also es ist kein schnelles Spiel. Muss man einfach sagen. Es ist ein Spiel, wo man sich, glaube ich, auch Zeit lässt oder wo man einfach viel Zeit auch hat. Oder beziehungsweise, wenn man jetzt nicht den Sauerstoff jetzt mit einberechnet, aber es ist halt ein Spiel, was sich Stück für Stück, glaube ich, aufbaut. Wir haben überlegt, was hier alles passiert sein muss, ne? So mit der Explosion und so, und wir sind der Einzige, der da oben überlebt hat, in so einer Kanzel ist halt so. Ja. Nice. Ob ich das so cool finden würde, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, selber in Wirklichkeit alleine in so einer Raumstation, ich weiß es nicht. Also, ich fände es halt cool, mal im Weltraum zu sein. Das wäre halt echt mal ein Traum, so werde ich nie erleben. Ich glaube, einige von uns werden das, glaube ich, nie erleben, aber ich bin ja so ein Weltraum-Fan. Naja, so, lass mal gucken. Also, was wollten wir? Achso, Station bauen, ne? Sauerstoffkerze brauchen wir dafür. Aus der Ausrüstungsabteilung bei Gegenstände holen wir einmal eine Sauerstoffkerze, am besten zwei. Was fehlt uns? Metall. Wir haben kein Metall mehr. Wie kann das sein? Das ist nicht möglich. Müssen wieder Metall farmen, Denise, ne? Ausrüstung, Gegenstände, Sauerstoffkerze. Können wir noch eine herstellen? Jo, machen wir mal. Die Farbe war... Eine Art Farbe. Es ist ein Rätsel, warum jemand sie braucht. Vielleicht hat sie einer einzigartigen Zusammensetzung, wie zum Beispiel ein Bifidobakterium. Was? Damit können wir doch bestimmt... Wollte ich gerade sagen, eine Bleilackierung herstellen. Die wir brauchen für den Anzug auch, ne? Bleilackierung, zweimal sogar brauchen wir das hier. Wir brauchen immer noch Glas. Ich will nochmal eine Bleilackierung herstellen, weil dann haben wir nämlich zwei Stück, beziehungsweise drei. Mache ich mal zwei Stück. Und pack die direkt hier rein, damit die nicht wegkommen. Weil dann haben wir nämlich hier schon drei Stück von denen. Ein für den Helm und zwei für den Anzug. Wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen wir nämlich. Lass mal nochmal gucken. Ausrüstung. Genau, da brauchen wir zweimal Bleilackierung. Hier brauchen wir einmal. Dann haben wir nämlich schon mal drei Stück. Stoffrolle, Aluminium wäre nicht so das Problem. Obwohl, warte mal, den können wir doch bauen. Die Ressourcen haben wir doch schon. Viermal Aluminium, zweimal... Moment. Viermal Aluminium. Aluminium kriegen wir zusammen. Stoffrolle? Ich glaube, brauchen wir das einmal? Zweimal Bleilackierung.
1, 2. Und jetzt brauchen wir noch Aluminium. Aluminium wird abgebaut mit Bohrer, glaube ich, ne? Genau. Das heißt, wir müssen uns einen Bohrer herstellen. Veredeltes Metall. Wir müssen Metall farmen. Wir müssen Metall farmen. Ein wenig, weil ich würde mir gerne die Ausrüstung dann craften. Herstellen. Metall, Metall, Metall. Metall. Da ist Metall. Man darf auch nicht übermütig werden, ne? The number of knocked down elderly women is impressive, as well as the fact that elderly women might be run over in space at all. Ja. Dann müssen wir den Bohrer herstellen. Und mit dem Bohrer können wir Aluminium abbauen. Und wenn wir Aluminium haben, wenn wir Aluminium abgebaut haben, öffnen. Du brauchst einen magnetischen Hauptschlüssel. Okay. Dann können wir die Leute aus den Särgen rausholen. Lul. Will ich das? Ja, ja. Alles gut. Alles easy und entspannt. Ich guck gerade noch, ob ich mal irgendwo Metall in der Nähe sehe. Da ist noch Metall. Nehme ich mit. Schwupps. Jetzt aber schnell. So, dann lass mal gucken. Bohrer, ne? Veredeltes Metall. Machen wir. Und dann können wir jetzt den Bohrer herstellen. Mit dem Bohrer werden wir jetzt einmal Aluminium holen. Was auf den Asteroiden ist. Da müsste Aluminium... Nee, das ist Wasser. Jetzt geht's wieder los. Wo ist Aluminium? Aluminium. Aluminium. Wo finden wir Aluminium? Huiuiuiuiui. Verdammt. Wir brauchen Aluminium. Sonst findest du überall was. Jetzt, wo den Raumanzug craften kannst, findest du kein Aluminium mehr oder was? Da ist Aluminium. Ich sehe es. Ich sehe es von hier aus. Aber es ist so weit weg. Egal. Ich riskiere es jetzt einfach. Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Uah, ich komme. Wir verlieren wahrscheinlich ein bisschen Energie, ist aber gerade egal. Das war es mir jetzt wert. Manchmal muss man auch was im Leben riskieren. Ja, können wir herstellen. Geil, erweiterter Raumanzug. Der erweiterte Raumanzug ist derselbe wie der normale Raumanzug. Mit Ausnahme der Bleilackierung für eine größere moralische Unterstützung gegen Strahlung. Nicht während der Schwangerschaft verwenden. The protection level against radiation is still insufficient for the flight to the evac point. You still need to improve the equipment or click exit game in the menu of your spacesuit, which will solve all your problems. Juhu. Haben wir an. Ich weiß zwar nicht, wofür das hier ist. Ba-ba-baum. Ba-ba-baum. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Strahlung, ne? 150 jetzt. Wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, was vorher da stand. Warte mal. 100, okay. 50 mehr gibt das. Okay. Theoretischerweise kämen wir jetzt auch zu dem Evakuierungspunkt. Würde ich jetzt sogar behaupten. Dickes Isolierband brauchen wir. Zweimal Gummi. Wir haben keinen Gummi mehr. Wie kann das sein? Okay. Gummi können wir, glaube ich, nicht herstellen, ne? Nee. Verdammt. Oh, wir sollten auch was essen und trinken. Fällt mir gerade auf. Trinken haben wir, essen nicht. Können wir aber eben herstellen.
Ich sag ja, also eigentlich im Prinzip... Ah ne, wir haben sogar noch was im Inventar. Ich sag ja, im Prinzip ist Essen und Trinken hier so ein bisschen Nebensache, aber es ist, gehört halt dazu. Es ist nicht so nervig wie in... Es ist tatsächlich nicht so nervig wie in anderen Spielen. Es ist aber da und ich find's gut, dass es halt, wie gesagt, nicht so extrem nervig ist. Wieso liegen hier diese gelbes Wasser? Möchtest du mir was sagen? Achso, im Übrigen, ich habe was rausgefunden. So. Ah, jetzt muss ich mal erledigen. Ah, so, warte. Wenn man mal muss, ne? Ah, so. Wir kriegen Stoff, wenn wir... Entschuldigung, das tut mir aber leid. Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn ich das draußen mache? Ich will das mal testen. Gefriergefahr. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Schön. Ah, nach getaner Arbeit muss ich auch einmal aufs Klo. Mal gucken. Ah, so. Alter. Gott, oh Gott. Kriegen wir immer Stoff, wenn wir da reinpinkeln? Ah, wenn man muss, dann muss man mal. Muss man richtig abschütteln. Nein, wir kriegen Plastik. Oh, wir kriegen Ressourcen. Das ist ja super. Praktisch. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Ich suche gerade eine Steckdose. So. Ah. Ah! Ah, wie gut einfach. Ja, da bekommst du den Schocker deines Lebens. So, ich würde sagen, genug Aufregung, lalala. Genug Aufregung. Ach, guck mal, ich kann aus die Scheibe pinkeln. Juhu. Hui. Frank, ich weiß, warum du die Flaschen benutzt. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es. Es ist, glaube ich, auch besser so. Was wollt ihr gesagt haben? Ja, das soll es gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dann mal schauen, ob wir vielleicht dann mal so langsam den Evakuierungspunkt erreichen können. Wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Brief Edge in unserem kleinen Raumschiffchen hier. Kämmerchen mit der riesen Klimaanlage da oben sehe ich jetzt erstmal. Mit Frank, der tollen Musik und allen weiteren Sachen, die wir hier entdecken und erkunden. Also macht's gut. Bis denne. Euer Flexi. Tschüss.